Ja, die wissenschaftliche Tagesschau heute mit dem Thema Wirtschaftswunder nach Corona durch die Next Scientists for Future.de. Ja, also die und das dann kontra die anderen Ansätze. Ja, das Dilemma ist ja jetzt, also der Schaden ist ja jetzt passiert sozusagen. Gestern habe ich die Zahl gehört, 1 Billion Euro Schaden durch den Lockdown. Das heißt also volkswirtschaftlicher Schaden. Und die Next Scientists for Future können ja durch ihre sanfte Beendigung des Kapitalismus, den sanften Ausstieg aus der Marktwirtschaft, sozusagen nach und nach 500 Milliarden Euro jedes Jahr ist so die Zielgröße, die man sich über die man schätzend überschlagen hat, sozusagen als das, was wir an Wirtschaftswunder pro Jahr sozusagen durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future erreichen können, ja? Und wo kommt das Geld her? Ich könnte jetzt also nochmal die Seite zeigen mit mit der vielen Verschwendung und so weiter. Das habe ich aber schon oft genug gemacht. Ich mache es nur ganz kurz hier. Also, wir leisten uns lauter unsinnige Systeme. Denken wir nur daran, hier Beispiel. Arbeitsamt. Hier links ist ein Mitarbeiter. Oder gucken wir uns hier den normalen Mitarbeiter im kapitalistischen Arbeitsamt an. Sozusagen, er irrt sich und glaubt, dass das Verwalten der Arbeitslosen genug sei, dass im Sessel sitzen bequem. Und sozusagen die Leute rumschikanieren und hier noch ein Papierchen beibringen und dort noch ein Papierchen beibringen und so weiter, dass das die richtige Umgehensweise mit Arbeitslosen ist und sei. Diese Irrtümer führen dazu, dass sozusagen er ein immer größer werdendes Heer, gerade jetzt nach Corona, ein immer größer werdendes Heer an Arbeitslosen verwalten kann. Dadurch entsteht die Tendenz in der Gesellschaft, neue Stellen zu bewilligen. Und natürlich werden diese neuen Mitarbeiter nicht seine Vorgesetzten, sondern seine Untergebenen. Er fühlt sich also sozusagen, seine Irrtümer erweisen sich teilweise als gewinnbringend im Sinne von finanziellen Beförderungsaspekten, aber auch als karrierefördernd und als emotional karrierefördernd. Er fühlt sich wichtiger, fühlt sich mehr gebraucht und so weiter und wird Vorgesetzter neuer Mitarbeiter und wird vielleicht sogar Abteilungsleiter oder was auch immer. Und das bedeutet eben, dass sozusagen auch hier wieder die vorteilsbringenden oder gewinnbringenden Irrtümer, vorteilsbringend ist vielleicht ein schönes Wort, vorteilsbringenden Irrtümer, sich wieder massenhaft ausgebreitet haben in der Marktwirtschaft und immer weiter ausbreiten, denn so jemand kann dann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und so weiter oder in die Welt setzen und ernähren. Und so haben wir in allen Bürokratien, haben wir sozusagen die Schädigung der Gesamtvolkswirtschaft, ja, denn das Ganze kostet ja das Geld der gesamten Volkswirtschaft aller Bürger, ja. Und hier hatten wir das Gegenbeispiel, der aber unter Bedingungen des Marktes ausstirbt oder der Marktwirtschaft ausstirbt, nämlich jemand, der sagt, nein, wir müssen es muss so sein, dass ich Prämien nur kriege für jeden untergebrachten, in Arbeit untergebrachten Mitarbeiter, dann gehe ich nämlich hin und hol die ab zu Hause, nehme die bei der Hand, gehe von Betrieb zu Betrieb, handle eine unbürokratische, teilweise auch finanzielle Vereinbarung aus, zu welchen Konditionen der Betrieb bereit ist, dem
Arbeitslosen eine Chance zu geben und wenn er dann 20 Jahre in dem Betrieb arbeitet, kriege ich 20 Jahre lang Prämie sozusagen. So muss ein vernünftiges Arbeitsamt gesteuert sein, ja. Und die Wohlfühlstimme könnte man ja damit auch noch reinziehen und so weiter. Ja, aber so ist so jemand, der solche Ideen im Arbeitsamt hat, der macht auf keinen Fall Karriere, weil er sozusagen ja letztendlich der Gesellschaft dienen will und sparsam und mit so wenig Mitteln wie möglich sozusagen den größtmöglichen Nutzen erzielen will, während der hier mit so vielen Mitteln wie möglich den geringstmöglichen Nutzen erzielt durch seine vorteilsbringenden Irrtümer, seine gewinnbringenden oder vorteilsbringenden Irrtümer, karrierefördernden Irrtümer oder vorteilsbringenden Irrtümer, ja. Und das heißt also, oder das können wir jetzt auf alle Behörden übertragen, das können wir auch auf das Lehrertum übertragen, wir können es auf alle staatlichen Instanzen übertragen. Und wir sehen es in der Wirtschaft sozusagen hier noch einmal so das Grundschadensmodell hier. Der erste Frühhändler sagt, ja, ihr Leute, ihr dürft auf keinen Fall die denaturierte moderne Nahrung, die jetzt von manchen angeboten wird, essen, denn dann werdet ihr krank und immunschwach und werdet anfällig gegenüber Viren und Bakterien. Und dieser Frühhändler, der irrt sich einfach und sagt, nein, dieses ganze denaturierte Zeug ist genauso gesund wie das andere und so weiter. Ja, und ihr seht ja, es ist viel billiger, außerdem schmeckt es aufgrund der hervorragenden chemischen Geschmacksstoffe doch viel besser und so weiter. Und dadurch kommt es jetzt dazu, dass die gesamte Bevölkerung fehlernährt wird und krank wird. 118 Milliarden Schaden pro Jahr für die deutsche Wirtschaft, 370 Milliarden Schaden durch Kosten und Aufwendungen des Gesundheitswesens Deutschland und so weiter und noch viele andere Milliarden Schäden volkswirtschaftlicher Art und so weiter, Leistungsminderung in der Wirtschaft und so weiter. Und dadurch sozusagen, und wir leisten uns diesen Luxus sozusagen, dass wir es zulassen, dass die Bevölkerung krank ernährt wird, fehlernährt wird und wir dann mit Abermilliarden dann sie gewinnbringend verwalten. Und das würde ja alles beendet werden, zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme, wo dann alle Verdienstzuschläge von meiner Wohlfühlstimme und meinen Gesundheitsdaten wird das abhängen, ob mein Hausarzt für mich einen Verdienstzuschlag bekommt, in welcher Höhe oder gar keinen. Und genauso die Leiter derjenigen Supermärkte, in denen Restaurants, in denen ich häufiger einkaufe und essen gehe oder was auch immer, ja. Und so wird quasi alles Verdienen abhängig gemacht von dem guten Dienst an meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden und an meiner Langlebigkeit. Ja, und das bedeutet eben, dass jetzt müsste hier deutlich geworden sein, hierher, das könnte ich jetzt 3 Stunden weitermachen, daher kommen die 500 Milliarden Euro pro Jahr Wirtschaftswunder. Und dafür müssen wir nur eins tun, die Marktwirtschaft beenden. Ja, und jetzt schauen wir uns an, das Dilemma ist also sozusagen die bürgerliche Revolution, Atlas-Initiative Markus Krall und Professor Hans-Werner Sinn und auch Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, die würden also diese ganze Schädigung durch Marktwirtschaft weiterlaufen lassen sozusagen und damit kriegen wir das Wirtschaftswunder durch deren Konzeptionen nicht, dass wir doch jetzt so händeringend brauchen, um wieder in Gang zu kommen, sozusagen. Dann haben wir Sarah Wagenknecht,
Rainer Mausfeld, Kevin Kühnert, durch deren Konzept, also der marxistischen Ideologie sozusagen, nehmt weg von den Reichen und gebt es den Armen. Diese Robin Hood-Mentalität, die bringt uns auch nicht weiter, weil die uns keinen Euro plus bringt, sondern eher noch die Leistungsträger aus dem Lande treibt und damit noch stärkere volkswirtschaftliche Schäden zusätzlich anrichtet, sodass jetzt also quasi vielleicht jetzt aus Deutschland die Leute auswandern in Gebiete, die nicht so stark wirtschaftlich geschädigt sind durch Corona wie Deutschland. Ne? Ja, und dann haben wir eben Nico Pech mit seinem Postwachstum, also eine Empfehlung hin zur Genügsamkeit oder Suffizienz, bringt uns auch keine 500 Milliarden Wirtschaftswunder. Und Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebsmann, Extinction Rebellion und so weiter, bringen uns auch keine 500 Milliarden Wirtschaftswunder, sondern wenn wir auf die hören, würden wir also jetzt noch mal viele Milliarden volkswirtschaftlichen Schaden machen, weil sie ja wollen, dass wir ohne Wirtschaftswunder, also nicht aus einem Plus heraus CO2-neutral werden, sondern quasi mit einem Minus CO2-neutral werden, und damit werden wir alle noch ärmer, und damit wird Europa der arme Mann der Welt sozusagen. Also die erste Welt wird zur dritten Welt und die dritte Welt wird zur ersten Welt. Das ist sozusagen das, was in den leider realitätsfernen Träumen der Leute drinsteckt. Und Bhutans Bruttonationalglück sozusagen ist jetzt Bhutans Bruttonationalglück macht eben auch den Fehler, dass es ja sinnlos ist, das Wohlfühlen der Bürger zu messen, wenn ich daraus nicht Folgen für die wirtschaftlichen Verdienstzuschläge daraus ableite, dann ist es sinnlos und nutzlos, ja? Ja, Gradido, Ken FM, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die haben ja auch keines, die, also all die Leute, die jetzt hier noch zu lesen sind, auch Scientists for Future und so weiter, haben ja alle nur wirre Konzepte, und sozusagen nur die Spaltung der Gesellschaft, die Beschuldigung angeblich böser Menschen und so weiter. Und alles sind Konzepte, die Volkswirtschaft schwächen würde, anstatt 500 Milliarden plus zu erzeugen. Denn wir müssen uns schützen vor der Gefahr, dass es uns so geht wie den nordamerikanischen Indianern in der modernen Form, Saddam Hussein, dem Irak, Gaddafi und Libyen und so weiter, ja. Also, dass wir einfach abgeschlachtet werden, ja, wie die nordamerikanischen Indianer. Und dafür müssen wir die Spitze der ersten, Europa muss die Spitze der ersten Welt darstellen, dann ist es geschützt. Und wenn dann der letzte Staat aus dem Kapitalismus ausgestiegen ist, dann können wir die pazifistische, auch grenzenlose Welt und geldlose Welt. Das ist dann alles möglich, aber nicht jetzt sozusagen. Ja, so viel, soweit zu dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau. Nochmal abschließend unser Tagesbild hier. Ja, das war's mal wieder für jetzt. Tschüssi.